Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Factorio. Ich bin der Gastgeber Wexmax und ich habe immer noch Probleme damit, mich zwischen Factorio und äh, Minecraft hin und her zu gewöhnen. Weil, wie gesagt, manchmal habe ich immer das nette kleine Problem, dass ich dann äh, Factorio meine, aber FTB infinity sage. Und andersrum, also äh, was, zur Hölle, das ist neu. Ach so, nee, das ist bloß. Ach so, nee, das ist die Vorschau. ja Ich bin gerade in, in meinem Aufnahmeprogramm, ist das, äh, wie gesagt, das ist alles neu. Ich habe ja gefühlt 20 Versionen nicht geupdatet und äh, deswegen ne, läuft jetzt erst einmal. Äh, aber was mir jetzt momentan noch nicht so ganz gefällt, ist das, dass es eben das hier macht. Äh, das ist nicht schön. So, das ist schon viel schöner. Äh, was mir ehrlich gesagt gar nichts bringt, aber okay. Ha, cool, ich bin nicht ganz bei der Sache. Äh, wir könnten das ja auch ganz einfach regeln, indem ich einfach sowas hier hinten. Also von daher, ne? Das geht schon wesentlich besser, würde ich behaupten. So, aber ja, wir waren letztes Mal hier dran, dass wir ja die Öfen hier aufgestellt hatten. Also Kupfer und Eisen und so ein Zeug. Ähm, was wir brauchen, ist auf jeden Fall mehr Kupferdurchsatz. Wir haben zwar hier noch auf dem Band eine Menge Kupfer, aber nicht genug Öfen, um Kupfer zu versorgen. Deswegen brauchen wir jetzt mehr Öfen. Äh, ist ja auch nicht unbedingt abwegig. Aber was ich auch brauche, sind Roboports so allmählich. Weil, wenn ich jetzt loslege und das Haus hier aufbaue, weil, ähm, wenn wir mal gucken. Es wird allmählich so in Richtung, naja, ist zwar nicht ganz böse, aber es wird böser, vorsichtig gesagt. Aber oh, stimmt, ich kann, ich kann die Elektroöfen bauen. Wäre eine Möglichkeit. Elektroöfen sind gut, habe ich gehört. Ähm, was wir da so, was ich bei den Elektroöfen auch brauche, sind Akkus. Und davon haben wir ja ein paar. Zwar nur ein paar, aber immerhin besser als nichts. Ne? Also äh, muss ich da eventuell auch nochmal gucken, wie wir das machen, weil ich brauche ja unbedingt, also wirklich sehr, sehr dringend mehr Platz für die Dinger. Das heißt, wir brauchen noch ein paar hiervon. Haben dann eine ganze Menge hiervon. Und ja, ist ja gut. Ich geh mal weg hier. Warte, kann ich die schon machen? Nö, kann ich nicht. Kann ich die machen? Nein. Nein. Nö, brauche ich nicht. Ähm. Entzündliche Stoffe brauche ich? Nein, brauche ich nicht. Äh, Speed-Module oder Module an sich könnte ich schon mal erforschen, ja. So, was wir jetzt machen müssen, ist folgendes. Erst einmal hier so mit äh, den Dingen Gebiet abstecken, und wo, um dahin dann nachher die Akkus zu platzieren. Weil die Akkus sind groß. Sehen schön aus, aber sind groß. Das ist nicht unbedingt das Vorteilhafteste. Äh, deswegen jetzt erstmal gucken, dass ich die Bäume wegkriege. Ach, gehst so weg hier so. Ah, du weg. Du weg. Du weg. Komm, du auch weg. Na, na. Äh, lass das. Man, man merkt schon, wieder, dass das Spiel... Das mobbt mich. Ich werde gemobbt von einem Spiel. Das ist nicht schön. Ach, unser Holz ist gut. Unser Holz ist sehr gut am Laufen. Oh, das gefällt mir. Oh, das gefällt mir sogar ziemlich. Ähm... Aber jetzt erstmal, lö Akku, wie man sieht, ist der nicht unbedingt klein, so einer davon. Deswegen, äh, ja, muss ich da mal, das passt, das passt echt, oh, das ist cool. Äh, ja, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das passt. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass das hier ein Problem gehört, aber... Na, alles gut, alles wunderbar. Finde ich sehr gut. Damit hat man jetzt Akkus und könnten theoretisch mal auf den Tag-Nacht-Zyklus schalten. Äh, nur mal so, um zu gucken, ob das so, wie wir es hier haben, eventuell auch reicht. Anscheinend nicht, weil die Akkus jetzt schon auf, auf, auf also die Solarpaneele auf volle Pulle sind. Oh, Schande. Ja, okay, okay, es war volle Pulle, weil die Akkus natürlich laden. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Ähm, deswegen war das an. Na, okay. Und ja, wir haben hier noch so unsere paar Solar. Ach hier, unsere Windturbinen, die irgendwie nur so mehr oder minder gut sind. Eher minder als mehr, aber, äh, naja, man weiß, was ich meine. Ja, und dann unser Problem hiermit. Was ich ehrlich gesagt noch immer nicht schön finde. Die Frage ist, woran hängt das? Der ist einfach nicht schneller. Aber ist das schon ein blauer? Ah, stimmt, wir haben jetzt die roten. Ähm. brauchen braucht das? Oh, erweiterte Schaltkreise, wirklich? Okay, also wir müssen anfangen mit den erweiterten Schaltkreisen, sonst wird dort gar nichts. Ähm, okay, erweiterte Schaltkreise. Wie mache ich euch denn? Äh, da. Ein Basic Circuit Board. Das mache ich aus Ferric Kupferplatten und Phenolic Board. Phenolic Board mache ich aus Holz und Resin. Und Resin mache ich eben auch aus Holz. Na gut, dann müssen wir hier oben jetzt, glaube ich, mal anfangen, unsere Produktion, unsere erste Produktion für die Finol-Boards äh, loszulegen. Das wird ein Spaß. Ähm, okay, das heißt, das erste, was wir brauchen, sind ein paar mehr von denen. Und dafür brauche ich mehr Montagemaschinen, weil ich, ja, jetzt kommt das Problem mit dem, ich kann das Holz nicht selber machen. Ähm, obwohl ich Holz dabei habe. Jetzt muss ich mal kurz suchen, wo kann ich das Holz machen? Äh, hier. Beziehungsweise bin ich mir gerade ernsthaft gesagt nicht unbedingt sicher, dass ich das so machen kann. Ähm. Aber den hier, danke sehr. Äh, und du hier, machst mir mal die hier. Oh, ich weiß. Cheaten ist unfair, aber, oh, apropos Cheaten. Akkus sind doch alle okay. Hä? Nee, warte, da stimmt was nicht. Der muss doch die Akkus benutzen. Kannst du nicht sagen, dass die hier gerade auf 2,3 Megawatt laufen? auf 3 Megawatt. Ähm, okay. Aber ich habe noch Forschung im Laufen, ne? Das ist komisch. Das ist sehr merkwürdig. Ja, okay, viele von denen laufen nicht, weil hier der ganze Band voll ist. Okay, ist akzeptiert. Aber, äh, wie gesagt, ja auch... Ach, ich muss ein bisschen mehr Kupfer kriegen, ansonsten kann ich das ganze Ding vergessen. Ähm, deswegen, ich weiß. Soll ich nicht machen, aber mache ich trotzdem. Ähm. So, etwa. Ah, okay, alles gut, alles ist wunderbar. Express-Inserters kann ich nicht bauen. Danke sehr. Ähm, die hier kann ich auch nicht bauen. Die hier kann ich nicht bauen. Kann ich bauen, kann ich bauen. Brauche ich aber nicht. Brauche ich auch alles nicht. Äh, Lasertechnik brauche ich die? Äh, bla 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 bla. Brauche ich Lasertechnik. Wohl oder übel für die Lasertürme? Äh, Vorschritt. Ähm, du stopp. Du mache mir dann. Warte mal, was ist da? Wo ist ähm, du mache mir dann mal äh, Cooper. äh, Ja, der lateinische Wort für Kupfer ist Couprum. Ähm, So, jetzt brauche ich noch ein paar davon. Ich weiß, ich muss gerade mal nur mal so ein paar machen, weil aufgrund von Gründen und so. Ähm, und dann noch du und dann du, du und noch einer. Du. Dazu ein paar davon. Äh, ja, die sind natürlich jetzt wunderbar schnell und so weißt du Bescheid. Ich liebe es. Ich will meinen Mod wieder zurückhaben, der das macht, dass ich, äh, Sarat. Ähm. Immer noch, wenn ich was crafte, das Ganze halt eben viel schneller abläuft als sonst. Ach ja, übrigens habe ich schon gedacht, dass ich. Ja, doch. Das war also die Schuld von dem UPS Plus Plus, dass das so dermaßen geleckt hat. Ist scheiße, aber. Naja. Ne, weißt du Bescheid. Äh, das mit den größeren Stacks war von Lucivas. Das habe ich jetzt auch wieder durch den alten Mod, Äh. Ausgetauscht. Entschuldige, Typi, aber nee, ist nicht so das Ganze. Das mit den. Mit denen, ich lade erstmal 500 Dinger da rein. Das ist nicht unbedingt das Beste manchmal. Ähm, klar, auf kurzer lang ist das absolut dasselbe, aber trotzdem ist es geht so. Vorsichtig gesagt. Ähm, nee, du musst mal weichen. Den kann ich dann nach da tun. Um dann eben. wenn ich das so mache. Nach, du Schande noch eins. Jetzt habe ich noch guten Kupfer drin. Kupfer im Band. Das ist schlecht. So, noch schon besser. Ähm so, einmal, Kat, wo war ich dran? Wie lange hatte ich eigentlich? Äh, acht Minuten, alles klar. ja ich gucke mal so. Ich habe ja zwei Bildschirme, da kann ich mal sehr schnell, sehr schnell gucken, wo, was ich war. Äh, Glaube ich. <laughs> Hilfe, Treppen, so mein Tod. Ja, nee, ich bin kein Sportfan, ich bin auch kein Sportfanatiker und ich würde auch lieber gerne einen Aufzug oder Rolltreppen in meiner Wohnung haben. Von daher, äh, ja, äh, ist nicht unbedingt das Beste, wenn ich fünf- bis sechsmal Treppen latschen darf in kurzer Zeit. Äh, oh, was ist das denn? ah, da sind die, ja, die brauch ich eigentlich gar nicht. Ähm, ah, nee, kann ich ja gar nicht forschen. Äh, wo war ich dran? Uran, ja, habe ich zwar noch nicht, aber pff, was soll's. Äh, ich habe auch noch keine Ahnung, wie viel die Dinger machen. Die Urankraftwerke. Ich habe ehrlich gesagt noch keins davon aufgebaut. Von daher, egal, erstmal das hier forschen. Wo war ich dran? Ah ja, genau, das wollte ich machen. Beziehungsweise ich kann auch das hier machen. Äh, dann einmal du hier. Komm, put. put. Danke sehr. Äh. So. Dann. Du nach da. Siehst du, funktioniert schon wunderbar. Äh, okay, wir machen uns noch eins davon, weil es so schön war. Danke sehr. Und klatsche das Teil nach da, dann geht das hier nämlich auch schon mal schneller. So weit, so gut. Würde ich zumindest einmal behaupten. Zumindest auch, das Band dann doppelt belegt. Das äh, hilft schon mal so ein bisschen. Nee, eigentlich nicht wirklich, aber hm, was soll's. Äh, wir haben noch ein paar Hilf und, äh, Was heißt ein paar? Nicht allzu viel, aber ein paar. Ich muss mal gucken, dass ich die unbedingt äh, automatisiert bekomme, die roten Bänder, weil. Ja, ist einfach besser. Vor allem was das hier angeht. Ähm, wie man sieht, ist ja alles voll. Okay, die Kiste ist voll. Oh, das ist zum Teil gut. Ähm, dann, oben. Ich brauchte mehr davon. Wie kriege ich mehr davon, mehr machen? So. Ähm, ich frag mich gerade, konnte ich mit denen das eigentlich auch machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ähm, brauchen ja, wir ja per Speed ein bisschen schummeln. Äh, ist ja nicht das erste Mal. Aber ich muss erst mal einen davon aufsetzen. Mal gucken. Äh, ne, können sie nicht machen. Alles klar. Das heißt, du weg und du brauchst. Ähm, die brauchen beide blablab, beide Holz für Dings und Bums. Äh, ja, das heißt, ich brauche sie am besten beide mal direkt nach hier. Ähm, wir haben jetzt einmal hier, äh, wo ist es? Resin. Und einmal... Wut Wut, wo haben wir das denn? Wut Wut? So einmal Resin und einmal Wut. Ähm, so, was brauche ich jetzt noch für die anderen Teile? Holz und Resin. Ist also beide gehen dann also zu Phenolic Boards und die Phenolic Boards muss ich dann weiter verarbeiten. Alles klar. Äh, die Phenolic Boards kann ich aber hier dran machen. Richtig? Richtig. Super. Zumindest kann ich jetzt immerhin zwei von den blauen Ärmchen nehmen, von meinen Grabelärmchen und äh, mir wow 174, ein bisschen viel war. Ach komm, noch mal 25, schon mal wenigstens genug. Ähm, so, da könnte ich jetzt hier, hier, hier und hier machen. Mann, das geht gut. Ähm, jetzt nur noch ein Schlucksche Strom und dann hätten wir das zumindest schon mal erledigt. Für die Boards zumindest. Ähm, okay, das Resin ist... Entweder... Nicht so ganz am Funktionieren mal wieder. habe ich das nicht ausgestellt? Äh, äh, Intervalls. Okay, ich habe die Intervalle immer noch drin. Ähm. Okay, nochmal eine Sekunde bitte. Okay, eigentlich hätte ich gar nicht äh, stoppen müssen, das hat's einfach so gemacht. Ist ja auch egal. Hauptsache, wir haben es jetzt. Ähm... So, das heißt, wir haben jetzt erst einmal das hier schon mal mehr oder minder erledigt. Ähm, jetzt kommen wir mal hierzu. Wir brauchen einmal noch mal mehr Gravelärmchen. Ähm, so. Okay, hier kommen jetzt die Phenolic Boards drauf. Ähm, vor den Phenolic Boards brauchen wir jetzt Kupferplatten und Ferric Chloride. Ähm, Ferric Chloride mache ich wie genau? Da war irgendwas, ich glaube Wasser und Eisen, ne? Äh, wenn es mir dann irgendwo mal an da war es doch, äh, angezeigt wird. Ja, Eisenerz und Wasser. Alles klar. Eisenerz haben wir ja hier unten eine ganze Linie, aber das Wasser dahin zu kriegen, das wird so ein kleines Problem. Äh, das wird mich nicht mögen. Das wird mich echt nicht mögen. Das Wasser ist allgemein schon nur auf einer Pumpe am Laufen. Für die da unten. Das ist schon relativ wenig. Jetzt dazu das noch, das wird noch, naja. Wie schon gesagt, das wird mich nicht mögen. Äh aber hey, ich bin halt eben kein Mensch, der gemocht werden möchte. Von daher tun wir das machen hier. Ähm, nehmen uns den Gefallen und tun das nach hier. Das hier kommt weg. Und ein paar äh, Pipes. Ich meine, ich nehme jetzt einfach mal die hier. Auch wenn es eigentlich Walkthrough-Pipes sind. Ist ja auch egal. So, da hätte man nämlich das hier. Äh, und das alles eben an diesem Rohr. Äh so, jetzt haben wir hier zumindest schon mal wesentlich mehr Wasser. Die Frage ist, wo mache ich jetzt das Ferric Chlorid? Mache ich das an der Wasserleitung oder am Eisenerz? Am liebsten würde ich es am Eisenerz machen, weil ich kann das hier durchleiten, komplett theoretisch. Äh könnte mir das dann auch in das Hauschen hier reintun, aber das wäre unschön. Ich könnte natürlich auch dann ich mache das einfach hier fertig. So, ähm das Wasser kommt irgendwo raus. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wo. Ähm Beziehungsweise, wie sehr kann ich aufs Kohlefeld gehen? Äh, eigentlich ziemlich sehr, weil. Aufgrund von. Grund Fuck mich schon wieder? Mittendrin! Das ist doch einfach. Na, geh mal weg hier. So. Machst du das hier? So, du machst mir jetzt. Äh. Shit, stimmt, ich brauch eine andere Fabrik dafür. Ähm, total vergessen. Ich brauch dafür. Die, die da du die du die da da die hier alles gut hab's nicht Flaschen ich Flasche oh was wo okay an der verstärkten Seite alles gut gut dass ich die verstärkt habe ähm. oh das hier nervt mich einfach bloß dass das so ultra langsam läuft Aber das Problem ist eben ich ich hab's heute irgendwie mit, mit Nebengeräuschen. Unglaublich. Ähm, Problem ist halt noch, dass ich momentan nicht unbedingt, ähm, das hier schneller machen kann. Ich, ich könnte es zwar schneller machen, wenn ich den zweiten hinsetze, aber. Äh, das ist noch nicht so das ganze Wahre. Ähm, der hier ist wohl bloß bei 1, der hier ist bei 2,25. Also der ist schon mal wesentlich schneller. Das Problem ist, das braucht diese Phenolic Boards. Und die habe ich eben noch nicht. Ähm, da muss ich, wie gesagt, auf die Fabrik warten. Äh. Danke sehr, Fabrik. Ähm. Uh, das wird jetzt natürlich hart. Das wird jetzt sehr hart. Ähm, wie mache ich es? Wenn ich die nach hier stelle und die Ferric Chloride machen lasse, werde ich wohl oder über das Problem haben, dass ich das Eisen irgendwie reinleiten muss. Die Frage ist, wie leite ich das Eisen hier rein? Äh, das tue ich mal kurz, hand. einfach mal nach da setzen. Äh, das, wie war, wo, Wasser. Kommt nach da und das hier nach da. So. Du, 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 du. Okay, Wasser haben wir damit schon mal hier. Aber das Eisenerz muss noch dahin. Ähm, jetzt wie üblich Problem Eisenerz. Ich könnte es mir jetzt erlauben, das Eisenerz hier oben zu splitten und hier oben wieder rauszuleiten. Äh, ich glaube, das mache ich auch so. Ich glaube, das wäre zumindest die einfachste Möglichkeit, das irgendwie umzuleiten. Anstatt quer fällt ein das ganze Ding irgendwie zu legen, lege ich es einfach quer durchs Haus. Das, also, da habe ich das nämlich hier. Und von hier aus kann ich dann ganz einfach das anschließen. Und tada, wir haben den Eisenerz hier. So, na, machst du es wohl so. Dann einmal etwas davon. Etwas hiervon. Und wir hätten damit eigentlich. Das ist schon wieder so ein. Oh Mann, ey. Ich krieg's aber auch nicht hin, irgendwie mal sowas ordentlich zu machen, wa? So, jetzt haben wir Ferric Chloride. Wie viel braucht das? Ein Eisenerz und sechs Wasser für Was? Und wieso aber... Was? Hab ich das wäre aus. Uninstall. Und damit... Ja, jetzt hat es auch alles gemacht. Run at very high speed currently, so activate the mod. Was? Wie wäre es einfach, wenn ich mal Spiel schon auf Neustart gehe, so, dann mal Spiel beenden, hier mal kurz ausmache und wir sehen uns dann gleich wieder mit dem Mod installiert. Äh, wo er denn? äh so hier. Bis gleich.